Das ist ja heiß! Whee! Du, ich wollte gerade Minecraft spielen. Jetzt vergeht mir die Lust ein bisschen, weißt du das? Nee, gar keinen Bock mehr. Kannst du das Projekt alleine machen? Okidoki, ich spiele jetzt beide. Ja, ich spiele jetzt mit beiden Controllern. Oh Gott, gib mir bitte wieder meinen Controller her. Ist das meiner? Ja. Ja. Ich habe einfach gegriffen und ja. Also, wir sind beim letzten Mal gestorben. Ja. In der Netherfestung. Jetzt sind wir wieder zur Netherfestung gelaufen, offscreen. Gib mir eine Werkbank bitte. Habe ich die Werkbank noch dabei? Hallo, ich. Ne, muss eine neue machen. Ah, shit. Meine Spitzhacke ist mir nämlich. Ich habe die anscheinend auf dem Weg unterwegs. Habe ich die anscheinend. Ja, das ist deine Werkbank. Ich vergesse. Jo, das war gerade sehr gefährlich, ne? Weil da draußen war ein Monster. Eine Lohe und ein Skelett und du baust dir einfach einen Weg. Ja, du wolltest doch schnell eine Werkbank. Ja. Ja, also. Schnell eine Werkbank ist nicht hinter mich eine Werkbank, ne? So gesehen. Das war der nächste Block zu dir. Von dem her. Hast du zugebaut bei dir? Ja, ja, Alter, das wäre sonst. Das wäre so ein bisschen dumm. Spitzhacke, genau, jetzt weiß ich wieder, genau. Okay. Also, die Werkbank nehme ich jetzt aber wieder mit. Nee, ich will die. Ha, siehst du, ich hab sie. Okay, wir rennen jetzt vorbei. Ich hab jetzt wieder keine Lust aufs Projekt. Manu, komm jetzt! Ich bin jetzt wegen allem beleidigt. Instant. Kannst du es irgendwo anders machen als in der Netherfestung? Bist du jetzt hier lang gelaufen? Ja, okay. Ja. Mal gucken, was hier ist. Ich dachte, wir wollten zusammenbleiben. Nein. Hauptsache du. Oh, wir sind einfach weg. Wieder hier beim Versteck, nur dass man hier. Ach, hätten wir runtergehen können von Anfang an. Okay, cool. Das wäre der schönere Weg gewesen. Das wissen wir jetzt schon. Aber falls wir mal wieder zurück müssen, wissen wir das. Okay. Waren wir hier? Da ist nichts. Weiß ich gar nicht, da ist gar nichts, ne? Da drüben geht nicht mal ein Weg weiter. Boah, was macht mein Bogen? Guck mal auf meinen Bogen. Dein Bogen ist grün. Der hält sich sehr komisch in meiner Hand. Achso. LOL! Wie? Was zum Teufel? Wie zieht der sich? Guck mal bei mir. WTF? The fuck? Das ist aber schon richtig so, oder? Jetzt hast du mal den Pfeil eingesammelt, lol. Ja, kriegst du gleich wieder. Du bleibst schon bei mir, oder? Nee, ganz kurz. Willst du jetzt ernsthaft zu ich den... Ich begehe eine Sünde. Oh, ich hab den Spawner weggemacht. Ja, ich weiß, ich hab einen Spawner abgebaut. Ja, ja, hört auf mich zu haten. Ich darf das in so einem Projekt, ausnahmsweise. Ja, wir haben die Festung gesehen. Hast du deine Pfeile? Ja. Gut. Normalerweise sollte man Spawner ja nicht abbauen. Geht's aber. Hier? Nee, hier geht's nirgends hin. Puh, dann machen wir uns halt einen Weg, lol. Ja, aber ich sehe auch nicht, dass es irgendwo wieder reingeht, oder? Doch. Echt? Sozusagen. Alter. Ah! Holy fuck! Run, man! Ja, ich versuch's. Mir hinterher ist nicht gut, weil das da. Ja. Das hab ich gemeint. Ich hab's gemerkt. Okay. Aber Hauptsache du sagst run, dann denke ich so, ja, ich lauf dir hinterher. Ja, weil in beiden Richtungen. Hinter dir war Lohe, vor mir Skelett. Oh Gott. Oh Mann. Das Skelett hier. Ja, okay. Ist egal. Dann machst du die Nether-Festung-Erkundung. Oder wir machen kurz einen Cut. Nee. Okay, dann nicht. Weil ich will jetzt nicht dauernd zur Netherfestung, ich sterbe da eh die ganze Zeit. In welchen Richtungen waren wir denn nicht? Soll ich einfach eine Bastion suchen? Das geht jetzt einfach weg. Ja, mach mal. Weil dann könnten wir beide Ziele vielleicht parallel abhacken. In welchen Richtungen waren wir und wo noch nicht? Das ist halt echt die Frage. Das muss ich halt gucken. Da, wo von unserem Haus aus die Lava ist, in die Richtung sind wir noch gar nicht gegangen. Also die Richtung? Da waren wir nicht, oder? Ja. Ja, Kiste! Okay, perfekt. Toll, ich kann die nicht öffnen. Wow! Dann hast du quasi dein Ziel erfüllt in der Netherfestung, wenn man so will. Ja, naja, oh, fuck. Ja. Okay, dann habe ich die Netherfestung mein Ziel erfüllt. Ich habe eine Truhe gelootet. Okay. Ich habe zwei Gold gefunden. Also dann suchen wir gemeinsam eine Bastion. Ja. Oh, shit. Also das Projekt ist dann zu Ende, wenn wir eine Bastion gefunden haben. Nennen wir das, ja, das schon mal Bescheid wisst. Beweitschist. Ja. Aber wir gehen in verschiedene Richtungen, oder? Ich warte gerade auf dich hier. Bei der da hoch will ich aber nicht. Ja, da waren wir schon. Ich will jetzt hier rüber. Ja, aber in der Richtung nicht, oder? Ja, ich gehe nach da drüben. Richtung da. Wenn ich dich sehen würde. Tust du nicht. Ich bin vom Haus aus. Gehe ich dann nach da drüben. Ja, dann suchen wir ja jetzt gemeinsam die Bastion. Warum gehen wir nicht in verschiedene Richtungen? Finden wir doch schneller eine.
Ja, aber wenn wir in der Richtung schon waren, anscheinend, dann weiß ich nicht, wo wir noch nicht waren. Ja, dann komm nochmal zurück zum Haus, dann zeige ich dir das kurz. Ja, das habe ich gerade versucht, aber ja, komm, töte mich mal kurz. Scheiß mal jetzt auf den Todescounter, ganz ehrlich. Jo. Ich habe dir noch neue Goldschuhe. Dann bin ich instant wieder beim Haus, ist einfach besser. Da neue Goldschuhe, weil du hast auch keine mehr gehabt. Dann sind die gerade kaputt gegangen? Ja. Und die waren ja fast kaputt hier. Ah ja, perfekt. So, jetzt sind wir ganz gut gerüstet. Also guck mal, ich gehe jetzt in die Richtung. Jo. Und du könntest in die Richtung gehen. In die Richtung, ja gut, genau. Okay. Also hinterm Portal einfach weiterbauen. Genau, du gehst in das Portal und ich gehe in eine andere Richtung noch. Ich gehe sozusagen in die... Hast du, wie viele Nethersteine hast du noch? Nicht mal mehr zwei Stacks. Okay, ja gut, dann... Ja. Ein Stack wird mich nicht da rüberbringen. Sind wir mal ehrlich. Ja, bei mir erst. Ich glaube, ich gehe nach da drüben. Da dran, das ist wahrscheinlich schlauer. Also ich probiere es mal einfach. Ja, sonst musst du halt noch ein bisschen welches holen. Ja, ja, aber so ich fange schon mal an, dass ich das ein bisschen einschätzen kann, wie viel ich brauche noch. Einfach. Weil, ich habe keine Ahnung, ich kann das so schlecht einschätzen. Ne? Das ist schwierig manchmal, ja, ich weiß. So, ich glaube nicht, dass ein Stack reicht, aber vielleicht zwei? Reichen zwei? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt ein bisschen mehr als ein. Ich kann es selber auch nicht wirklich gut einschätzen, muss ich sagen. Ja, wenn man einfach nur einen Lavasee sieht, dann ist das auch schwer. Weil da sieht man nicht wirklich die Blöcke, da sieht man einfach nur Lava. So. Da kann man ja nicht mal Blöcke abschätzen. Das geht bei einer Grasfläche oder so schon eher. Ein bisschen. Würde ich mal sagen. Bisschen, so bisschen, zumindest wenn es Blöcke noch nach oben und unten gibt. Ja. Ja, eben. Aber es ist trotzdem relativ schwierig, Entfernung abzuschätzen. Obwohl, ist nicht mal so weit, wie ich dachte. Ja, sollte sogar reichen. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ein bisschen weiter noch. Weil dann werde ich hier einfach eine Abbiegung machen. So sollte das, glaube ich, schon okay sein. Bei mir soll es auch noch reichen bis da dran. Echt? Auch noch? Jo, dann müssen wir gar nicht mal reingehen. Ich habe das so überschätzt, ne? Jo. Ich dachte so, Alter, da brauche ich safe 5 Stacks. Ja gut, so viel vielleicht auch nicht, aber... Ja, Alter, das reicht sogar... Wow, das reicht ziemlich perfekt, guck mal. Ja, das finde ich gut. Jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Nein, dich lasse ich mal in Ruhe. Du lässt mich auch in Ruhe, ne? Ja, wegen deiner Goldrüstung. Schon kurz. Ist mein Freund. Also, ja, bald nicht mehr, bald sind wir verheiratet, ne? Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ach, so schön. Wow, schön. Ich bin jetzt ernsthaft nur auf so einer kleinen Mini-Furz-Insel. Ja, Wow, guck mal, hier ist nur so eine Mini-Waldinsel. Ja, wow, da kannst du Holz abbauen und dann kannst du mit deiner Axt, kannst du viel schneller Bretter draus machen. Es geht schneller, als jetzt Netherrack zu farmen, glaube ich. Würde ich mal sagen. Ja, wow. Alter, Minecraft wieder komplett am Rumbuggen, dass die Blöcke einfach nicht despawnen. Naja, das ist halt die Edition, auf der wir spielen, ne? Ja. Das ist halt Bedrock. Ist halt Bad. Schon irgendwie. Die müssen das halt umbenennen in Bedrock. Also schlechter Stein. Ich finde, früher war die Bedrock Edition sogar bugfreier und besser. Das ist das wird sich auch wieder ändern. Das wandelt sich ja ständig. So. Zur Zeit ist die Java-Ära wahrscheinlich eher, aber und irgendwann wird wieder die Bedrock-Ära sein. So. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja, ich schon. Das hat sich schon so oft gewandelt halt. Nee, eigentlich war noch nie wirklich die Bedrock-Ära. Eigentlich war Java schon immer beliebter, von Anfang an dann schon immer. Ja, gut. Weil und wegen den Mods halt, die es gibt. Wegen den Mods, ja, aber ich finde trotzdem Bedrock finde ich trotzdem besser halt einfach, weil du kannst mit jedem zocken so. Das finde ich halt geiler, außer die Java haben, aber Bedrock gibt es ja auf jeder Plattform. Gut, das finde ich einfach nicer. Die Sache ist inzwischen, hat halt so ziemlich jeder einen Computer, ne? Ja, aber gefühlt, also zumindest von den Leuten, die ich kenne, haben mehr Bedrock. So, deshalb, also wenn ich mit anderen gespielt habe, auch mit Mädels aus der Schule zum Beispiel, die teilweise am Handy noch gespielt haben, weil wir dann noch kein Schultablet hatten, dafür war halt Bedrock einfach perfekt. So. Wait, ne? Aber auf dem Schultablet kann man das ja auch nicht spielen. Also doch, aber da muss man ja Java spielen. Habe ich ja auch auf dem Tablet Java. Oder geht da auch Bedrock drauf aufs Tablet?
Er müsste, oder nicht? Ah, doch, die ist Windows doch, 10. Ist doch Windows 10. Also ja, wir haben so ein Surface, ne? Ja, genau. Ich glaube, Tablet ist der falsche Begriff, glaube ich. Aber nicht, dass die Leute jetzt verwirrt sind. Ja, da hast du recht, genau. Windows 10 Edition müsste gehen. Ist ja Bedrock Edition. Ja, ne? Genau, aber ich habe da halt die Java Edition drauf auf meinem PC, Laptop-Dings da. Ich könnte theoretisch wirklich Minecraft in der Schule spielen. Nur das Dumme ist, muss ich halt eine Maus mitnehmen, weil ich habe schon mal mit dem Stift probiert. Und mit dem Mauspad auch. Probiert? Ja. Oh Gott. Schlechte Idee gewesen. Oh nein, oh also, nein. Also Mauspad stelle ich mir noch erträglich machbar vor, so ja, jetzt spielbar. Teilweise, aber der Stift ist richtig geil, furchtbar. Ne? Das ist auch richtig weird. Mit dem Stift ist das dann so ähnlich wie Pocket Edition, oder was? Nee, man zieht einmal und dann dreht man sich mit Hochgeschwindigkeit unendlich lang, bis man wieder irgendwie auf dem Mauspad mal tippt oder so. Ach so. Ah, ich glaube, Manu. Wow, das schön, ist, dass Blöcke hier jetzt nicht mehr spawnen. Ja, das war... wo ist mein Rückweg? Hier ist mein Rückweg. Das war sehr gut. Ich geh jetzt zurück und lauf deinen Weg lang. Warum? Ja, wo soll ich jetzt hin? Warte, gibt's vielleicht noch... Weiter, einfach weiter. Ich gehe mal zu der Insel, obwohl, eben. Warte, das, nee, das ist wieder unsere... Dann hier waren wir wahrscheinlich schon... Da drüben, du kannst ja auch so ein bisschen ja, so... Es gibt ja genug verschiedene Richtungen. Das ist ja alles unsere Heimatinsel, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. So ziemlich... Du kannst aber auch mir hinterherkommen, wir können uns hier auch mal irgendwo aufteilen. Ja, das wollte ich nämlich eigentlich. Was? Also ich habe jetzt ultra viele Bretter. Deshalb, dann könnte ich dir auch welche geben, so. Wenn du jetzt auch nicht mehr so viel Blöcke hast. Oh, ich kann noch eine Werkbank machen. Gut, weil ich habe... Ist das nicht noch die Werkbank von vorher? Nee, ich habe mir gerade eine neue gemacht. Wow. Was ist mit der alten? Hast du die schon wieder wo gelassen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe seitdem keine platziert. Wow. Frag mich nicht, wo ich die hin habe. Ich habe keinen Plan. Deshalb wollte ich die mitnehmen. Weil du nicht verantwortungsvoll mit Werkbänken umgehen kannst, weißt du? Die sind halt nichts wert, ne? Ja, aber die sind was wert. Bist du... Ja, du bist wahrscheinlich hier in der Richtung lang gegangen, oder? Oder bist du... Ja, da hoch, genau. Das ja, gut, ist dann gehe ich einfach mal unten lang. Du hast eine Bastion gefunden, Junge. Ah, nice. Also, direkt neben zu Hause. Ziel des Projekts erfüllt, Leute, ne? Ja. Also, das heißt, der heutige Part wird auch der letzte sein. Dann damit. Ach so, Bastion braucht aber ein bisschen länger. Meinst du nicht, dass wir das im nächsten Part machen sollen? Sollen wir die erst im nächsten Part machen? Ich würde sagen, wir machen der nächste Part startet also dann, gleich, wenn wir dort sind. Ja gut, dann baue ich hier einfach noch den Weg frei. Gut. Also, dann machen wir noch einen letzten Bastionspart. Genau. Quasi. Hatte ich auch gedacht. Also gut. Ja, ich wusste es nicht. Ich war noch nie in einer Bastion, glaube ich. Deshalb kann ich das schlecht einschätzen. Das wird sehr schwer. Also zum Glück sind wir nicht weit weg von zu Hause, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Passt schon. Lass mich dir gleich helfen. Ich baue uns einfach hier drumherum, das ist schon okay. Und hier drüben irgendwo ist die Bastion. Feuer. Feuer ist, glaube ich, heiß. Nee, es ist kalt. Ach so. Deshalb hat Herr Paschulke ja auch gesagt, ist ja kalt. Kannst der hat aber nicht vom Feuer geredet, der hat von der Erde geredet. Nein, der hat vom Feuer geredet. Der hat gesagt, von der Erde geredet. Er hat gesagt, ist ja kalt, das Feuer. Hat er gesagt. Und danach hat er... Danach hat Peter Lustig, das sage ich jetzt nicht, gesagt. Weil es ein Betriebsgeheimnis ist? Genau. Ah, verstehe schon. Ich habe übrigens keine Pickaxe mehr. Schön. Nur, ja, dass egal. Du da Bescheid weißt. Das machen wir im nächsten Part dann weiter. Ja. Also, finaler Part wird Bastionspart. Jawohl, deshalb, ja. Freut euch drauf. Oder auch nicht. Doch. Ihr könnt euch auch drunter freuen zum Beispiel. Oder daneben. Wie ihr wollt, ne? Wir sind ja heutzutage, muss man ja alles akzeptieren. Deshalb ist ja Bescheid. Guten Morgen, Leute. Wenn ihr es abends guckt, ihr schaut es morgen früh nochmal. Tschüss. Abschalten.